wir treffen uns beim Würstelstandl. Ein Würstelessen ist allem gut. Hallo, grüß dich. Alles in Ordnung? Weil jetzt geht's los mit Brandl trifft. Martha Stocker. Nein, Martha, wer hätten das gesagt, ha? Dass wir noch miteinander mal auf eine Liste neu kommen. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du wirst schon drauf angelegt haben auf der Liste und bin in Gauchen zu kommen. Bei mir ist es auch anders gewesen, aber... Nein, ich muss ehrlich sagen, in meiner Lebensplanung hätte ich es eigentlich nicht vorgekommen. Nicht? Aber jetzt freut es mich, dass ich mit dir so... Nicht? Aber weißt du, da gibt es noch einen Parteiausschuss, da bist du nie sicher, wenn du den Gallinger auf der Liste landest. Aber eins muss ich dich enttäuschen, Martha. Ja. Wenn wir miteinander noch in Landtag 3 sein, gell? Neben dir sitzen kann ich nicht. Wieso? Hat sich schon jemand anders vorgemerkt, gell? Ja, stimmt. Weißt du, wer bei mir sitzt? Wer? Der Sepp Lamprecht. Ja, das ist auch nicht, ne? Nein, ich muss da ganz ehrlich sagen, auch noch ein netter Kollege. Ja. Nein, aber hör, Martha, ich sehe dich so locker und gelassen. Du, das macht dir nichts aus, gell? Aber ich sehe zurzeit einen Haufen der Weise rum, gell? Ich muss da ganz ehrlich sagen, ein bisschen Gottvertrauen, gell, braucht es schon auch in den Geschäften. Schon? Ja. Habe ich jetzt 5 Jahre gebraucht und jetzt tue ich nicht jetzt das Ganze ändern. Aber wenn du ein Mann hier verrückt wäre, nein. Aber ist bei dir noch Leihgott vertraut oder ein bisschen selber auch, oder? Ja, sag mal, ich halte es schon eigentlich richtig mit dem Spruch, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Schon also geil. Schon habe ich paar das. Ja. Und weißt du, was ich noch frage, Martha? Weißt der Supplent, der die vertreten da in der Handelsoberschule? Der Sepp braucht sich wenigstens keine Sorgen machen um seinen Posten. Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, wissen tue ich nicht, ist das so Blendin oder ist das so Blend, aber auf jeden Fall 5 Jahre. Ja, und der, wenn der Herrgott das will, ausgesorgt, gell? Ja, gell, und wenigstens in Summe kriegt er auch Geld, nicht? Ja, in den Tagen kriegt er zusammen, das auch sicher. Ja. Nein, bin ich froh, nicht, weil sonst der andere Supplent oder Supplentin, gell, die haben jetzt blöd aus der Weiß geschaut, gell? Ja, weißt du, wenn du zum Beispiel alle Jahre musst wieder zittern und wo kommst du hin und musst du mal sauchen, das mal, oder musst du hinnichen? Nein, finde ich auch ungerecht. Das ist nicht unbedingt aber das Aber dann es wieder einmal, gell? Nicht alle Booster sind so. Die Martha ist das beste Beispiel, wie sie mit ihren Vertretungen lieb umgehen. Nicht? Nein, ich tue in anderen Leuten einfach etwas gern vorum. Ja, so geht's. Das heißt ja ein richtiger Frauenbauer.